Proceed, hero, into Terror's lair. Know that Diablo's innermost sanctum is hidden by 5 seals. Only by opening each of these seals can you clear your way to the final battle. Okay, Siegel öffnen. Ich muss aber erst in die Stadt zurück. Meine Axt ist kaputt. Okay. Ich habe eine zweimal gesockelte Claymore. Vielleicht kann man da mit einem Runenwort was drehen. Kennt sich damit jemand aus? Schade. Nee. Weil, Gorak, es ist nämlich so, mit den Runen kannst du Wörter bilden. Und je nachdem, was das für ein Wort ist und ob das in deine Waffe oder Rüstung, wie auch immer, passt, kannst du damit einen legendären Gegenstand herstellen. Okay. Okay, dann guck ich mal. Schatz. Nee, Hubbledy-Bob kann ich leider nicht bauen. So, Leute, ich will Diablo klatschen. Hopp, hopp, hopp. Ja, weiter. Mein Kerl aufgelevelt? Nein, natürlich nicht. Visala ist heiß und will töten. Oh, warte, ich bin gleich da. Da stand doch eben, dass ich... Warte, ich verstehe es nicht. Wie war nochmal mit den Skills anzeigen? Welche Taste B. war das? B. B wie... Talente. B wie... Ach, genau, ja. T wie mein Vorname. Allows you to swing two weapons at once. Das ist gar nicht Zweihand-Axt als Einhand benutzen. Das sollte ich mal richtig lesen, die Scheiße da. Hm? Was denn? Ja. Was ist denn dann? Ich hab mich wieder. Ich kann jetzt nur Dual-Wield quasi also zwei Einhänder. Ja, genau. Ich kann keine Zweihand-Axt als Einhand-Axt benutzen, leider. Da habe ich den Skill falsch verstanden. Ja, das wurde erst mit EOB eingeführt. Ja. War ja ein Versuch wert. Ein bisschen Hoffnung kann man ja haben, ne? So, ein bisschen Heiltränke noch mitnehmen. So, ich bin gleich wieder bei euch. Meine Axt ist repariert, ich bin wieder einsatzfähig. Auf geht's. Geht's. So. Wer hat schon angefangen, die Drecksau? Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Thomas kennt ihr alles ohne uns, oder was? Klappert ihr Gebiss. So, was müssen wir jetzt Siegel erbrechen, ne? Ja, erstmal müssen wir hinkommen. Wir sind immer noch beim Flammenfluss und nicht beim Rhein der... Ja. Schein der Dingenskirchens. Ja. So heißt er bestimmt. Oh, das ist ja ein toller Weg hier unten. Wir sind auf die Idee gekommen, hier lang zu gehen. Und du bist wieder rübergeportet, weißt du? Da könnte ich gerade verrückt werden. So eine riesengroße Ungerechtigkeit. So, wartet, er ist der Erste, der es merkt. Genau. Es gibt viel zu tun, geh schon mal vor. Lass uns für euch stehen. Ach, guck mal, auf einmal macht meine Axt doch wieder Schaden. Das ist ja Herz allerliebst. Und das hier ganze Geld tot. Lässt da liegen. Ich weiß nicht, dass ich Geld habe. Brauche ich nicht mehr. Ja, mal was erst, kostet wenn die Welt? Ich schon weg bin. Mein AE. Riesenmade. Strangler. Wie heißen denn die Strangler auf Deutsch, diese Fliegeviecher? Fliegeviecher. Ne, diese Fliegeviecher da. Fliegeviecher. Die Fliegen. Heißt, ah, Fliegeviecher, okay, alles klar. Würger heißt offizielle Name. Würger. Würger. Der einsame Würger. Das ist ein irgendwie aus den Simpsons, der Würger, oder aus SpongeBob, ich weiß es nicht. Der einsame Würger ist ein Song von der EAV. Nie viele Maden. Was ist denn die EAV? Die erste allgemeine Verunsicherung, kennt ihr nicht? Nö. Das seid ihr zu jung für, glaube ich. Googelt's mal, die haben ein paar schöne Lieder. Also wenn das sowas ist wie die Kassierer, ne? Ja, aber die Kassierer sind doch göttlich. Nee, das ist eine Band aus Österreich. Ne, über die Kassierer haben wir nicht. Oder haben wir über die Kassierer gesprochen? Ich weiß ja gar nicht mehr. Das ist auch nicht. Aber wie kommst du denn auf die Kassierer? Ach, das, der Name hat mich so an dieses Genre in Anführungszeichen erinnert. Ja, du musst die Quietsch Boys hören. Noch weniger Niveau geht nicht. Das Chaos Sanctarium. Yeah.
Das klingt sehr schön. Sanctarum an sich ist ja schon... Sanctarium. Naja, das ist ja die Ironie dahinter, dass das, dass die Welt der Sterblichen ja Sanctuario heißt. Das so. Nicht schon wieder geeist, oder was? Ja, der Kerl hier verflucht, dieser Oblivion Knight. Ah ja. Was ist er denn? Oh. Hier unten in der Ecke bei mir ist einer. Oh. Ja, da muss er wieder vorrennen, ne? Ich bin ein Kerl hinterher. Ja, ja. Hier ist noch ein Named, also ein Champion. Ja, ich hau also auf den einen, aber das bringt mir nichts, weil der mich verflucht, die dumme Sau. Der ist gleich tot. Dann schieß doch mal jemand, schieß! Sieht nur Skelette überall. Feuer nach Belieben. Mein Mausfinger schläft ein. So, jetzt. Ach, guck mal, hier gibt's ja Lichteffekte. Das ist ja geil. Komm, Schwertgelob, vielleicht ist da was für euch. Und ich hab ein Level Up. Jetzt. Ja, jetzt hat. Dankeschön. Und für Chat oder wie oder? Für meinen Kerl ist ein Speer gedroppt, den ich wahrscheinlich nicht benutzen kann. Mein Level. Oh. Wieso kann ich den Scheiß nicht skillen? Was willst du denn skillen? Ich muss das auch noch skillen, ne? Ja, du musst. Ganz vergessen. Du musst zwei oder drei Spells teilweise skillen, um etwas zu bekommen. Ja, ich hab's vergessen, dass ich alles brauche. Was war denn nochmal der Knopf, um meine Party-Member wieder einzublenden? Irgendwie sind die ausgeblendet. Weiß ich nicht mehr. O oder sowas? Z war's. Z war's. Komm, ich skill das jetzt. Ich weiß, ob ich das überhaupt noch schaffe. Stirb, stirb. Diablo, wir kommen! Gleich sind wir da! Halte durch, wir retten dich! Nee, Moment. Ach so, wir trinken Tee. Entschuldigung, das habe ich schon erledigt. Aber wir wollten doch auf Diablo warten. Der Diablo soll Wasser heiß machen. Ja, da kann der mit einem kleinen Finger, glaube ich. Der bekommt Wasser in die Suppe, der bekommt keinen Tee. Der bekommt Wasser in die Suppe. Es ist das noch ist Suppe da, es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Suppe da. Super. Nee, das war immer die Drohung von meiner Oma. Wenn wir uns nicht benommen haben, dann gibt's Wasser in die Suppe. Es war eigenartig effektiv. So erzieht man dumme Kinder. Mal gucken, ob ich auch dumme Kinder habe. Vielleicht klappt das bei denen. Oh, hier hinten kommen noch Gegner. Was? Yep. Ich habe hier gerade ein bisschen gelootet und da habe ich auf gesehen. Die Fresse. Da kam noch jemand. Ich habe hier irgendwas Episches oder so, eine Glaive. Ja, kannst du vergessen. Ja, es ist Assassin Crap. Das Doofe ist, ich habe noch nie eine Assassine gemacht, aber es klingt immer wieder geil, aber die ganze Ausrüstung ist nichts wert von der. Eine Glaive ist Assassin Crap? Das ist so ein Speer. Ne, ist eine Pike, die du hast. Eine Glaive ist eigentlich so ein... Ne, keine Glaive, eine Glaive. G-A-I-V-I. Ja. Macht aber weniger als meines. Nee. Was ich immer cool fand bei der Troller-Dings da, ist diese Amazone, weil die so einen coolen, zumindest damals einen sehr, sehr coolen optischen Effekt hatte. So ein Glimmern um sich herum. Eine was? So eine Aura quasi hatte die um sich herum. Das sah immer sehr cool aus, fand ich. Von der Amazone. Also die Amazone hatte so eine Valkyrie dabei. So hieß die. Okay. Hier ist ein Riesenpentagramm. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Das hat mich ein bisschen geängstigt. Da kommt später Willy Bob raus. Hier haben wir die Siegel. Wenn wir die Siegel öffnen, kommen aber ganz viele Gegner. Okay. Warte jetzt mal. Ach, hier sind ja welche. Ich glaube nur, wenn man zwei öffnet. Ich glaube, wenn man eins öffnet, nicht. Und zweiten. Immun gegen Habt ihr schon eins geöffnet? Ja, deswegen kamen gerade die Gegner her. Ach so. Und das hier oben? Die sind beide offen.
Cool. Ich verpasse hier das Beste. Sind es 4 oder sind es 6? Ich weiß es gar nicht. 5 Siegel hat davon gesprochen, glaube ich. Achso, okay. Dann jeweils 2 an 2 Enden und 1 an einem Ende irgendwo. Okay, okay. Also, ja, warte, das Einzelne machen wir am Ende. Dann gehen wir erstmal auf die andere Seite mit 2. Kumpel Blase hat von 5 gesprochen, ja. So, warte. Was ist denn hingefallen? Ja, aber vielleicht sind ja hier oben die 2, das weißt du ja gar nicht. Das wäre symmetrisch korrekter, wenn es unten ist. Ach, hör doch auf mit Symmetrie. Wir sind hier in der Hölle. Das ist Symmetrie-Hölle. Du sollst jetzt also nicht auf dem Mecker. Church of Satan. Ist der Shotstaff da was Necromancer-artiges? Weil ich bräuchte mal wieder was. Nee, Zauberin eher. Schade. Hat sich jemand den blauen Ring hinten angeguckt? Was angeguckt? Da lag ein blauer Ring. Achso, der, ja, da lag was Identifiziertes, also. 43 zu Mann, das ist eben das Interessanteste daran. Eins zu gleich schon, ich werde es mir mal mitnehmen. Du kannst meinen alten Stab haben, wenn du möchtest. Nee, so dringend habe ich es nicht. Ich brauche nämlich irgendwas, was mal meine Talente wieder ein bisschen verbessert. Nope, kann ich nicht mitbieten. Da muss ich mal wieder ein bisschen gamblen bei Gelegenheit. So, hier ist es. Ja, hier ist tatsächlich das. Ich bin tot. Fick ein Portal. Ein Portal bitte für mich. Hab ich schon aufgemacht. Okay, danke. Wo ist meine Leiche? Ich sehe sie nicht. Dann mache ich das einzelne schon mal auf. Ja, genau, mach doch einfach mal. Und ich hatte ein Level Up, das ist sehr schön. Z. Auch eben. EZ. Gibt ganz schön EP hier, ne? Jo. Ja, das rockt ganz gut. Jetzt bin ich 27. Ja. Doch. Okay. Also das mit Level 30 bis Baal, das ist schon realistisch. Ja, bis Baal bin ich auf jeden Fall Level 30. Nein. Was war das denn jetzt? Wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Ach, deswegen, weil da ein Name dazwischen war. Oh, Lord des Heils. Da sind immer Names dazwischen. Ja, und du bist voll an ihm vorbeigelatscht. Ja, und? Vielen Dank. Das ist mein Problem, oder ist das dein Problem? Durability, das ist Crab. Das ist Mr. Bild? Crab, den wir hier haben. So, 3 Level noch bis 30. Ich habe da zwar nicht allzu viel von, weil ich Schild, keinen tollen... Was? Ich trage ein Schild, ja. Schild und Einhand. Ich habe hier was für dich. Wie viel Stärke hast du denn? Hast du 45 Stärke? Warte. 1 zu allen Fähigkeiten, das ist nicht schlecht. Ich habe 105 Stärke. Ja, dann gönn dir. Schmeiß mal hin. Da müsst ihr dich freuen. Fatih muss gucken, was hab ich denn für ein Schild? Hier, willst du mal ein altes haben, bevor ich es verkaufe wieder? Plus 1 auf alle Skills, das ist gut. Also auf alle Fähigkeiten, die du, wo du mindestens einen Punkt drin hast. Ja, das ist gut. 69% Blockchance, 22 Defense. Obwohl du mir das überlassen könntest. 17 Defense, Poison Length, 17 Defense. Ich würde, wir haben hier eine 89%ige Blockchance und die Defense geht um 4 Punkte runter. Dafür kriege ich alles auf einen Skill. Hier, guck mal da. Ja, sonst schmeiß mal doch dein altes Schild hin, wenn du es nicht mehr brauchst. Das habe ich gerade hingeschmissen. Ich glaube, das hat sich der Voodoo-Man gekascht. Ach so, ich dachte, du schmeißt das hin mit plus 1 auf alles. Nee, das wolltest ist das du das haben, aber ich das andere. Hier liegt das Schild, Lars. Willst du das nicht? Nee. Das, wofür? Was will ich damit? Achso, ich habe ja jetzt eins. Ja. Das ist jetzt so ein schönes Tower-Schild ist das jetzt. Ja. Sehr cool. Ja, habe ich schön für dich gefunden, ne? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich auch. Das ist sehr gut, Junge. Hier hast du ein Leckerli. Oh, Alter! Was war das denn? Schön. Nee, nicht schön. Stell mal ein Portal. Ja, du bist tot. Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Der klickt aufs Portal und die Mobs, die umranden mich hier. Hast du gestellt? Ja. So, ich Mann. Bevor es losgeht gegen Diablo, würde ich ganz gerne in die Stadt und ein paar neue Kerle wieder beleben. Habt ihr alles gestellt? Jo, habt ihr. Dann gehen wir in die Stadt zurück. Ich bin jetzt pissed. Mensch. I'm so pissed. Ihr Muschis. Kommt Diablo und die geht erstmal zurück. Wie langweilig ist das denn? Ich will da nicht hin.
Der ist voll böse. So, warte mal. Heiltränke, die werde ich jetzt wahrscheinlich viele brauchen bei Diablo. Hat der Ads und so einen Scheiß? Nö. Keine Ads? Nee. Ist ja fast schon langweilig. Man möchte fast denken, er wäre irrenhaft. Aber nur fast. So, jetzt habe ich nicht mehr viel Gold. Leute, wir wollen Diablo töten. Jetzt hetz mich nicht. Ich mag's nicht, wenn man mich hetze tut. Warte, ich brauche mehr Heiltränke. So, die nehme ich noch mit. Fertig bin ich. Ich wäre auch soweit. Hab ich repariert? Warte, nichts machen, nichts schwätze, ich hab's gleich. Ja. Ich bin soweit. Ich bin schon im Chaos Sanctuary. Ich hoffe, wenn Diablo tot ist, geht nicht gleich die Cutscene los, sonst kackt mir nämlich die Aufnahme ab. Wisst ihr das? Nee, wir müssen, glaube ich, noch seinen Seelenstein zerschlagen gehen oder sowas. Ja. Gut. Auf geht's. Hallo, wo ist er denn? Ja, oh! Und meine ganzen Skelettkerle sind tot. Der ist ein bisschen größer geworden seit dem ersten Teil, habe ich den Eindruck. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß er da war. Da war er nicht so riesengroß. Ich heil mal lieber so ein bisschen. Oh, Alter, was war das denn? Du musst rausgehen, wenn er das macht. Habe ich nicht gesehen. Stellt mir ein Portal. Ah, ne, steht ja noch. Ne, steht nicht. Warte. Jetzt bräuchte ich auch ein Portal. Und das diesen komischen. Das hat mich jetzt. Dingern müssen wir auch raus. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich er so macht. Ich hab ihn gerade schön crowd-controlled. Also wenn so Knochen unter euch sind, bewegt euch. Okay. Oh! Alter, geh weg. Ich hasse dich. Ein Fünftel ist schon weg. Such da. Ich hasse dich und deine Sippe. Hilfe. Ich hab noch ein Leben. Seht ihr, wie langsam der gerade ist? So muss das sein. Das ist durch deinen Fluch, oder was? Ich kann den auch nochmal verlangsamen, meinem Dings. Das macht ein wenig Schaden im Vergleich. Ich verwirre ihn mit einer Umlauftaktik. Wenn er anfängt, dieses rote Zeug zu machen, sofort bewegen. Ja. Das sagst du so leicht in deinem jugendlichen Wahnsinn. Ja. Genau. Gesehen, es hat mich jetzt auch noch verfolgt. Außerdem was getrunken. Das sollte ich nicht. Also immer ein bisschen kurz hauen, einmal anschreien und dann weggehen. Ja, so läuft das. Ich habe das voll durchschaut. Das lädt meine Trolle auch wieder nicht, leider. Ich werde natürlich gut helfen. Ich finde das ein bisschen unstylisch, dass der jetzt blau ist durch den Fluch. Oh, das wäre doch durch meine Zauber eh immer. Ich bin ja Frostmagier. Ich schreie ein bisschen an zwischendurch. Ah, ja. Jetzt bin ich verflucht. Ich will nicht verflucht sein. Geh weg. Ich hasse dich. Ich verpiss mich mal kurz. Ich muss mal eben Tränke in die Leiste ziehen. Durch die fehlenden Schadenszahlen kann man gar nicht wirklich einschätzen, wie viel Schaden man jetzt macht. Nein. Habt ihr alles im Griff? Ich bin hier Tränke am in den Gürtel ziehen. Ja. Alles tutti frutti. Tutti frutti. Lese vor aus meinem Buch. Nein, nicht mich hauen. Heute piss ich in die Punika-Oase. Was? Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Heute ist es umgekehrt. Stirb. Hat sich gerade so ein bisschen. Also ich kenne das, aber. Es hat sich ein bisschen nach. Dingens angehört, Bulli-Parade. Ja, da ist es auch her. Geh weg! Der soll mich nicht immer angucken. Ich will nicht, dass er mich anguckt. Geh weg! Immer wenn der mich anguckt, macht er böse Sachen. So, schön straven hier. Geh weg! Lauf, Baba, lauf! Hörtet ihn! Ich nenne ihn Forest. Lauf! Verlangsamt mich dein Fluch auch? Nee. Nein. Ah! Da musst du dich rausbewegen. Oh, hab ich Angst. Ich hab so eine Angst. Ich hab so Schmerzen im Dickdarm. Geh weg! Wir hatten noch 30%. Auf. Ja, ich bin schon dran. Ich bin ganz aufgeregt. Wir müssen zum D. Ah, fuck. Ich hasse diesen Angriff. Vorsicht, da kommt noch was. Ich will meine Leiche. Verpiss dich. Der guckt mich immer an, ich will nicht, dass der mich anguckt. Mach, dass der weggeht, der ist böse, der Mann. Warum lachst du ja hier links neben? Ah, der haut mich. Ich hab so eine Angst. Und da hat er mich erwischt.
Ich bin der Barbar, genau. Lass mich der Barbar sein. Der Barbar. Mach mich tot, wenn ich... Ja, das schaffen wir gerade nicht. Wir sind fast über das D hinaus. Auf geht's. Nein, nicht schon wieder. Lenken wir nicht in uns rein. Ich habe so eine Angst, es tut mir leid. Ich war etwas verwirrt. Feuer. Brauch den Mannerschild. Ich das Mannerschild noch nicht. Ich muss schon wieder laufen. Ich verwirre ihn jetzt mit meiner Taktik, dass ich immer wieder von ihm weglaufe. Mit diesen doofen Knochenschildern da. Die tun ganz schön Aua. Ja, die habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist immer hier diese Scheißgespucke. Ich habe dafür immer diese Knochenkacke. Ich will das nicht, oder? Aber guck mal, im Vergleich zu... Ich habe keine Heiltränke mehr. Teil 2. Ich habe noch Heiltränke zufällig. Duliel war das. Nee, ich habe auch keine mehr. Ich würde gleich mal kurz... Der hüpft auf mich zu. Jetzt auf mich. Hundchen. Jetzt ist auf mich. Er ist gleich tot. Ich brauche Heiltränke. Das packen wir jetzt noch. Ich brauche Heiltränke. Ich habe keine Heiltränke. Dann hol dir Heiltränke in der Stadt. Ja. Wir beschäftigen ihn ein bisschen hier. Wo gibt's denn Heiltränke? Bei Jamella. Tante. Genau. Jamella. So. Aber nicht töten, wenn Thomas, du hast alles im Griff, ne? Ja, ich versuche ihn zu Crowd-Control allein. Ich habe mir jetzt noch ein paar Heiltränke geholt. Jetzt ist er auch wieder rot, die dumme Sau. Komm her, ich schrei dich an. Jo, ich schmeiß gleich ein bisschen was hinten. Wahrscheinlich ist er ja nur wegen mir blau. Ja, bist du noch wieder da? Bist du wieder da jetzt? Ja, blut dich immer. Das heißt, wir können ihn jetzt töten. Wenn er uns nicht... Ich hab ein paar Heiltränke hingeschmissen, wenn ihr was braucht. Ja, das ist gut. Noch habe ich ein paar. Ja, ich konnte noch meine eine Leiste voll machen bei mir. Ja, ich habe auch noch welche im Inventar irgendwo. Nicht, du sollst mich nicht angucken. Guck mal hier, wie er hüpft. Der rammelt wie so ein Häschen. Wie so ein Häschen hüpft er hier. Wir haben's gleich. Oh, hast du gut gemacht. Gib gleich ein Leckerli. Komm her, Hasi. Nach 5% Leben, dann gibt's ein Leckerli. Komm her, Hasi. Schön. Oh. Ja. Jetzt noch gestorben sein. Ich muss die Tonspur bearbeiten. Ich habe schon 5-mal total übersteuert. Nein, stirb, Thomas. Schade, ich habe extra zu dir gelenkt. Schade. Ihr seid ein paar Kameradenschweine, ehrlich so. Das habe ich davon. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Brennt Nen? Stirb doch! Ich weiß nicht. Nicht töten! Ich bin da. Boah, jetzt hüpft er wieder wie so ein Häschen. Ja! Jawohl! Geil. Alter Schwede, ich bin so aufgeregt. Erst mein Inventar aufräumen, ich habe nämlich keinen Platz für die Scheiße hier. Ein Breitschwert. Isenharz Lichtbrand. Ja, das ist zweimal gedroppt sogar. Nee. 24,6 Geschicklichkeit. Guck mal, vielleicht, Dreizack hat vielleicht er ist noch. Der Hut ja was für euch. Der Hut? Mhm. Und guck mal, das Schwert. Achso, das ist cool. Auf jeden Fall ein Barbaren. Ist ein Set-Hut, ne? Beiden Schwerter sind echt ziemlich cool. Warte, den Helm muss ich mir mal angucken. Was haben wir denn da? Defense 9. Replenish Life, Attacker takes Damage of 2. Ja. Ja, nee. Nee? Nee. Erstmal mich den Helm angucken. Aber die Zweihandpike, nee, die ist mächtig. Die Zweihandpike ist mächtig. Ja, dann gönn dir. Isenharts Lightbrand. Das ist immer so schlimm. Für Mephisto ist alles für Onkel G gedroppt und jetzt hier. Ich habe nur die eine Pike hier, die würde ich hinwerfen, falls die einer will. Ansonsten würde ich die meinem Kerl geben, wenn er soweit ist. Warum ist der Attack Damage rot, wenn ich die Zweihandpike anlege? Weil das Feuerschaden hat, wahrscheinlich. Nee, warum ist die Zahl rot? Verstehe ich nicht. Also Attack Damage 90 bis 180 ist jetzt rot. Was stimmt nicht? Adds 3 to 6 Damage, 25% Enhanced Damage, 31% Attack Rating, 104% Damage to Undead, 124% Attack Rating against Undead, adds 1 to 6 Fire Damage. Keine Ahnung. Und es ist ätherisch, also kann nicht repariert werden. Okay, es ist nicht so doll. Aber natürlich ewig. Wenn ich was? Die halten natürlich ewig.
Ja, ich probiere das Ding einfach mal aus. Ich nehme das mal mit, ne? Und nehme mein Schild und meine Einhandaxt auch mal mit. Das kann man ja alles mal testen. Geil, Diablo ist platt, würde ich sagen. Das haben wir gut gemacht, Jungs. Wir sind sehr gute Spieler. Jetzt wollen wir nochmal mit Kane und Tyrael quatschen. Sollen wir das? Okay, Kane 3-2-1. I'm glad that my wisdom aided you. Now, I wish to leave this place. Though heaven's gates are a marvel to behold, I hope I won't have to see them again for many, many years. Please, talk to Tyrael about leaving this place now. Okay, und er hat schon das Portal aufgemacht, Tyrael, huh? Ich habe jetzt leider überhaupt keinen Dialog gehabt bei ihm. Ich kann auch keinen Dialog holen. Ich auch nicht. Okay, ich habe hier Dialoge von Kane und von Tyrael. Ich habe nichts von Kane bekommen. Auch nicht. Von Tyrael habe ich auch keinen. Da ist doch nicht mal eine Box aufgegangen oder so. Okay. Dann musst du mir das schicken. Gut. Ja, warte, ich laber gerade noch mit Tyrael. The ancient source of all the soul stones and their power, while leaving behind a wake of destruction. They have forged deeply into the barbarian lands, heading directly for the summit of Mount Ariat. Bale knows, mortal hero. That is the very site of the blessed world stone. Now, enter the portal I have opened for you. It will take you to the barbarian city of Hieroglyph, the last bastion of order. On the slopes of Ariat. Ja, cool, er hat mir gerade erzählt, dass wir in meine Heimatstadt gehen. Richtig. Nach Lutgolane. Sehr schön. Oder? War doch Lutgolane oder nicht? Oder war das Akt 2? Nee, Lutgolane ist es nicht, es ist. Horagrad oder so. Stimmt, Lutgolane wäre das aus Akt 2. Entschuldigung. Pfach, macht doch nichts. Wir verzeihen dir noch. Rechnung kommt, ne? Wir verzeihen dir nochmal. Super, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Das war der vierte Streich. Doch der fünfte folgt demnächst. Tschüss. Nicht wahr? Tschüssi.